Ich hoffe, euch hat der kleine Capron gefallen. Ist ja jetzt auch schon mittlerweile 2 Jahre her, dass wir damals den hier geholt haben. Das war so einer der ersten Vlogs, kann man sagen. Ist soweit nach 2 Jahren. Er geht weg. Habe mich jetzt dazu entschieden, ihn abzugeben. Also falls ihr irgendeinen kennt, der einen top gepflegten, also wirklich top gepflegt, ohne Scheiß, top gepflegten Insignia OPC mit Vollausstattung haben möchte, der darf sich da gerne melden. Hier haben wir das gute Stück. Der steht aktuell immer noch zum Verkauf. Ja, ist jetzt geplant wegzukommen. Ich habe mich dazu entschieden, ein Auto über die Firma jetzt zu holen. Dadurch, dass ich den OPC fast nur für die Firma nutze, von der Fahrt und allem drum und dran. Problem ist, man kann halt, ihr kennt es selber, man kann halt auch nichts absetzen. Mir jetzt zu entschieden, dass was anderes beikommt, was Neues und natürlich das Ganze auch über die Firma dann eben läuft, ist ja kein Geheimnis. Man kann einfach Sprit und alles absetzen. Das ist halt die ganzen Werkstattgeschichten, Serviceinspektion, Reifen, Pipapo, ist halt irgendwo alles Geld, wo man dann wieder kriegt. Hier muss ich sagen, ist natürlich ein Top-Auto, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hat mir aber gesagt, möchte mich auch nicht verschlechtern und habe mich jetzt für was Neues entschieden. Ist kein deutscher Hersteller, viele wissen schon, viele waren ja da schon beim letzten Lederworkshop, da habe ich das gute Stück gerade geholt. Ich würde sagen, wir switchen einfach mal einen kleinen Porn. Das ist schon der zweite Porn innerhalb von 5 Minuten, also es läuft auf jeden Fall heute. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Los geht's. Hat jetzt mal ein bisschen aufgehört zu regnen. Ich hoffe, das ist nicht so windig und man versteht mich trotzdem. Ja, hier haben wir das sehr geile Stück. Es ist ein Kia Stinger GT geworden. Es waren einfach schlussendlich 7 Jahre Garantie, die mich hier überzeugt haben. Und da haben wir das gute Stück. 370 PS plus Klappenabgasanlage, also roundabout ein bisschen mehr wahrscheinlich. Viel kann man nicht dazu konfigurieren, also den kriegt man eigentlich nur mit Vollausstattung. Entweder kann man noch das Schiebedach haben und oder eine Sportklappenabgasanlage, habe ich auch dazu bestellt. Habe gesagt, wenn ich das jetzt schon mache, dann auf jeden Fall richtig. Wir gucken uns das Auto mal innen an.
So, da haben wir das Ding. Nappa-Leder. Also komplett Volllederausstattung, also im Prinzip auch Lenkrad und die Sitze. Hier haben wir gelochtes Leder. Dann haben wir hier Glattleder. Ja, da hatte ich auch, also wie gesagt, ich hatte den Lederworkshop und habe dann zum Herwig gesagt, hier, pass mal auf, guck dir mal bitte das Leder von dem Auto hier genau an. Ich möchte mal bitte eine ehrliche Meinung haben. Und ja, ist wohl von der Lederqualität plus Verarbeitung der Nähte und allem drum und dran sogar besser wie Porsche. Und das, denke ich, kann und will auch schon was heißen. Wie gesagt, wir haben die große GT-Ausstattung. So, haben wir uns mal reingesetzt. Ich habe mich jetzt für den hier entschieden. Kriegt man wirklich sehr viel Auto fürs Geld. Ich habe halt 7 Jahre Garantie, das heißt, ich habe 7 Jahre kein Risiko. Habe mir über die Firma jetzt geholt, ich habe mir jetzt 4,5 Jahre geleast. Sprich, ich habe auch Full Service mit dabei, ist halt 0 Kosten, das ist wirklich ganz angenehm eigentlich, sondern ich bringe das Auto hin, es wird gemacht, Feierabend. Das war beim OPC ist halt immer das Thema, 2 Jahre Garantie ist es dem mal rum. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Dann klar, auch hier die Inspektionskosten, das sind alles so Baustellen, wo ich sage, das ist bei der Firma halt Quatsch, weil ich krieg's Geld halt irgendwo nicht wieder. Das ist halt wirklich in dem Fall weg. Und so kriege ich halt immer noch die Mehrwertsteuer zurück. Aber ihr wisst ja selber, wie das läuft. Bin von dem Auto bisher wirklich super angetan. Er hat alles, was man braucht. Also ich bin selber sehr überrascht, auch von der Verarbeitungsqualität. Ich, ja, habe anderes erwartet, muss ich wirklich zugeben. Bin daher auch positiv angetan. Du willst jetzt gerade nicht sehen, der hat auf jeden Fall ein Head-Up-Display. Man hat hier so einen Monitor plus hier nochmal. Ist übrigens ein Touch. Hat man als Automatik auch bestellt. Ich meine, den gibt es hier nur als Automatik, meines Wissens. Und wirklich viel drin. Hammer Kartenanlage. Also wirklich alles Mögliche. Sieht man auch schon, der Tacho geht bis 300. Also wirklich cool. Belüftete Sitze, Sitzheizung, Lenkradheizung, 360-Grad-Kamera. Über dieses Rädchen hier kann ich dann verschiedene Fahrmodi auch einstellen. Das ist eigentlich echt cool. Also von Eco, von Smart, Eco, Komfort, Sport, Sport Plus. Bei Sport Plus geht dann auch das ESP automatisch mit aus. Ja, von Navigation und. Also wirklich ziemlich cool. Auch sehr zu beachten hier. Der komplette Dachhimmel ist mit Alcantara überzogen. Und wie gesagt, wir haben hier auch das Schiebedach. Kann man dann hier eben öffnen. Ansonsten auch das Lederlenkrad ist das Leder von der neuesten Generation, also sprich mit Adaptivfaxen verarbeitet, fühlt sich sehr samtig an, sehr griffig, also wirklich schon sehr gut. Ja, viele kennen das natürlich, viele haben schon gesagt, ja, ist von Audi und hin und her und dies und das und jenes abgeguckt, wegen wohl diesen 3 Luftdutzen hier, plus weil das Display auch irgendwie auch so gesetzt ist, dann sagen wieder andere, das wäre von Mercedes. Ich sehe das natürlich immer tiefenentspannt, weil ich bin halt so ein bisschen der Meinung, das lässt jetzt auch nicht immer so viel Freiraum für Kreativität. Was gibt's, was nicht andere auch schon gemacht haben? Das ist immer schwierig halt. Ne? Hier haben wir den Knopf für die Abgasanlage. Da gehen ab 70 km/h gehen hier die Klappen dann auf. Also wirklich ziemlich cool. Wie gesagt, Verarbeitung ist gut. Das Einzige, was mir wirklich nicht so gefällt, das ist ohne Scheiß, das ist das Einzige, was in dem Auto so richtig Hartplastik ist, weil alles andere ist wirklich so Softplastik, so Soft-Touch, wie sich das schimpft. Also wirklich super weich. Genau aber das hier, was in der Mitte vom Lenkrad ist, das ist Hartplastik. Also das ist manchmal sehr verwunderlich, muss man schon wirklich sagen. Ansonsten, wie gesagt, sehr gut. Ich habe halt hier diese Easy-Komfort-Ein-Ausstiegsgeschichte. Also das Lenkrad verstellt sich noch in der Höhe und die Sitze werden automatisch vorgefahren. Und so Spielereien, ja, das wäre es jetzt. War mir auch wichtig, das Auto muss ja, kindergerecht sein für Nachwuchs. Wusste ich auch vorher nicht, als ich ihn bestellt habe, dass sogar die Leute, die hinten sitzen, eine Sitzheizung haben. Man hat wirklich viel Platz, eben auch Kofferraum finde ich persönlich sehr schön. Also man hat, ich sag mal, man kriegt schon ordentlich Menge rein. Das ist natürlich jetzt nicht so wie das Auto bei meiner Frau, da ist natürlich wesentlich mehr Platz nochmal, aber ja, man muss halt nicht jedes Mal dann irgendwie gucken, dass man alles in so einen kleinen Corsa reinkriegt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, hier haben wir schon die 4 Endrohre, die einen anlachen, sind übrigens auch alle funktional, haben alle ihre Daseinsberechtigung und wie gesagt auch mit den Klappen, ich weiß gar nicht, ob man so sieht, ich glaube eher nicht, die dann aufgehen. Also der röhrt schon wirklich sehr gut, geht schon richtig vorwärts, hat Allradantrieb. Ja, also man kann eigentlich wirklich nicht nörgeln.
Ich war mir bis zum Schluss ein bisschen unsicher, muss ich ehrlich sagen. Auch Thema Farbe. Ich habe die Farbe quasi blind bestellt. Ich wollte kein Schwarz oder Weiß mehr. Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, hatte ich jetzt schon. Schwarz ist mir zu pflegeintensiv. Ihr kennt das Problem selber. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Weiß hatte ich jetzt die ganze Zeit, wollte ich jetzt auch nicht nochmal. Dann gibt es hier noch in Orange. Orange war ich nur leider nicht mutig genug, da ich gedacht, naja, was ist, wenn ich den letzten Jahre dann nicht ertrage, sage ich jetzt mal. Auch schwierig. Dann gibt es hier noch in Blau. Hat mich aber jetzt von der Farbe nicht so überzeugt, als ich ihn live gesehen habe. Und Rot. Eigentlich wollte ich ihn erst in Rot, aber... Ja, dann habe ich erfahren, dass so gut wie alle ihn in Rot bestellt haben. Und dann war Rot für mich irgendwie gestorben. Jetzt ist es Ceramic Silver Grey geworden, also ein Grauton mit Metallic. Das Metallic sieht man nur nicht auf der Farbe. Ja, und jetzt sind wir hier bei der Farbe. Also wirklich, ich bin von der Farbe sehr angetan, finde ich brutal geil. Ich denke auch, das Auto wirkt von außen mega gut. Und Besuch habe ich auch noch gekriegt. Ey! Das landet sowas von dem Video. Ja, an dem Auto ist auch weiter noch nichts passiert. Auf den Lack habe ich jetzt mal ganz frisch Zymöl-Glasur drauf gemacht. Auf die Reifen, auf die Felgen haben wir das Swissvex Autobahn. Auf den Reifenflanken von Fireball das Ultimate Coating Wax drauf gemacht. Eine ganz leichte Scheibenversiegelung. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ist jetzt nicht so viel passiert. Die Gummis hatte ich schon direkt behandelt, wo ich das Auto abgeholt habe. Also hier quasi um den Fensterrahmen, da haben wir von Swissvex das Gum Seal drauf gemacht. Finde ich persönlich, ist eine sehr geile Kunststoffpflege, weil es halt auch super ergiebig ist. Ja, und natürlich direkt Lederpflege. Ich habe das gelochte Leder direkt mit dem Conditioner behandelt. Sprich, also richtig satt aufgetragen, dass der Lochkreis von dem gelochten Leder mitversiegelt wird. Steht mal einmal draußen und filmt, fahren ja gleich wieder die ganzen Traktoren vorbei. Ansonsten, die Chromgeschichten habe ich schon gemerkt, sind super empfindlich, wobei farbenmäßig gefallen sie mir schon sehr gut. Ich glaube, die bleiben auch so. Foliertmäßig wird da ja gar nicht so viel. Habe aber schon gesagt, sobald jetzt wirklich Zeit ist, wird dieses Fahrzeug einmal komplett gemacht. Hier will ich Vollgas geben. Ich möchte gerne, geplant sind 3 Schichten Ultima auf den Lack, 3 Schichten Coat Rim auf die Felgen. Die ganzen Kunststoffe behandelt, gut, Leder ist klar sowieso. Die Scheiben kommen 3 Schichten Vitro Ultima und die unlackierten Kunststoffteile hier außen. Sprich jetzt zum Beispiel hier, da kommen 3 Schichten Plastic Coat drauf von Surfaces. Ja, und hier muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Also die sind wirklich super empfindlich. Sieht man auch, man direkt, ja, Finger-Dutcher, oh, die sieht man wirklich sehr gut. Dann hier drauf. Ja, da muss ich noch gucken, was ich hier dann drauf mache. Hab aber schon wirklich richtig, richtig Lust. Ich hatte jetzt seit roundabout 1,5 Wochen, 2 Wochen sogar schon, fast. Und ich muss sagen, ich bin aktuell wirklich mega zufrieden mit dem Auto. Er fährt sich super gut. Er hat ordentlich Dampf, also die 380 PS marschieren da schon wirklich richtig gut, auch gerade mit dem Allrad. Da muss ich wirklich sagen, echt geil. Geht wirklich gut, das Auto. Er geht wirklich gut. Und da muss ich sagen, war bisher eine sehr gute Entscheidung. Ich meine, gut, ich bin jetzt schon Leistung auch gewohnt vom OPC, der war jetzt auch nicht gerade völlig untermotorisiert. Aber ich sag mal, gerade so die 0 auf 100 Zeit und so, da kommt er einfach nicht mit dem Stinger mit. Da merkt man einfach diesen Leistungsunterschied schon. Ja, ansonsten Fahrkomfort, wie gesagt, auch mit dem Head-Up-Display, es ist schon geil. Hab übrigens hier noch ein bisschen was zugeschickt gekriegt vom Polytop. Das kann ich euch im selben Atemzug auch mal gleich mitzeigen. Hier ein bisschen was wieder zum Testen bekommen. Einmal Kunststoffpflegegel für den Außenbereich und für die Gummis. Das hat sich schon sehr gut gelesen, dass ich dachte, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Könnt ihr euch selber mal durchlesen, aber ich denke, das spricht für sich. Vom Tresor gibt es eine neue Version. Ich hatte in meinen Videos noch die alte, habe ich jetzt die neue mal zugeschickt bekommen zum Testen. Denke, da werden wir auch einfach mit dem Peugeot den Test wahrscheinlich abbrechen und es einfach mit dem Produkt hier nochmal neu starten. Neoplast Maximus, also auch wieder ähnlich. Ich muss sagen, vom Geruch und so
Konsistenz sehr flüssig kommt, das erinnert mich ein bisschen stark an den Koch Chemie Plaster. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist ein zugekauftes Produkt, aber nur, dass ihr mal so ungefähr einen Anhaltspunkt wisst, will ich auf jeden Fall auch testen. Hier bin ich besonders gespannt drauf. Metallpolitur. Gut, habe ich jetzt hier bei den Endrohren schon mal benutzt. Von dem hier ging einwandfrei. Imprägnierung für Verdecke und ein Anti-Kalk-Detailer für alle Lackoberflächen. Finde ich persönlich interessant für Wasserflecken auf Coatings. Ja, also das wäre einmal das. Und hier drüben habe ich dann noch einen ganzen Liter bekommen von der Diamond Cut oder also von der hier, die ist auch neu, will ich auch mal ausprobieren. Die Diamond 7000 Medium Cut Politur. Ja, das steht als nächstes auf dem Plan. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich dachte, ich lasse euch mal so teilhaben. Mir ist es bei dem Ultima hier einfach wichtig, dadurch, dass ich das auf vielen Kundenautos auch verarbeite, dass ich mir einfach selber ein Bild machen kann, so von der Standhaftigkeit. Einfach mal wirklich einen Langzeittest für mich selber machen, dass man einfach mal weiß, in welche Richtung geht's. Hält's ein Jahr, hält's zwei Jahre, hält's drei Jahre, wie angegeben. Das sind ja auch immer so Punkte, dass man selber da so ein bisschen mitreden kann, sage ich mal. Jetzt hier eben fürs Ultima entschieden, für Coat Rim, für Plastcoat und für Vitro Ultima, also wirklich die Top-Coatings will ich hier jeweils auf das Auto draufklatschen, um einfach mal zu gucken, wie wirklich die Haltbarkeit ist. Ja, genau, das ist jetzt so der aktuelle Plan. Ich weiß ja nicht, wann ich es mache, das ist ja auch immer so eine Zeitfrage. Also ich denke, bei so einer Geschichte mit einer One-Step-Politur plus dann eben die ganzen Coatings und Schichten drauf machen, ist man auf jeden Fall auch mal so seine zwei Tage dabei. Muss mal gucken, denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da zumal wirklich komme. Ja. Gut, also ich hoffe, das Video hat auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns am 28. September zum großen Surfaces Workshop. Der ist ja jetzt auch bald, fehlt nicht mehr viel Zeit bis dahin. Und am 7. Dezember ist der große Weihnachtsmarkt. Da will ich jetzt gucken, dass ich, wenn ich die Tage Zeit habe, da auch nochmal so ein kleines Update-Video drehe. Dann ist es vielleicht sogar schon draußen. Mal gucken. Gut, in dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr mal so wisst, was es bei mir auch Neues gibt. Und wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, der einen super gepflegten Insignia OPC mit 28.000 Kilometern sucht, darf sich da auch gerne melden. Da ist auch erst alles gemacht worden, also die Inspektion ist erst gemacht worden, gepflegt und gereinigt und alles ist auch gemacht worden. Das Leder auch erst wieder neu beschichtet, also sprich mit dem Conditioner behandelt, sowie den Lack einmal komplett grundgereinigt und der ist ja sowieso noch mit drei Schichten Suave, sind da eh schon oder immer noch drauf. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wenn ihr Fragen habt, einfach ab in die Kommentare. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.